Hier hinter den Bäumen wäre noch so ein Lager. Da hinten. Wo? Ach da. Ja. Da drüben ist auch noch irgendwie was Menschliches daneben an. Hm. Ist bestimmt wieder so ein verstecktes Ding, wa? Das kann ich von hier nicht erkennen. Ich hab nur gesehen, die Konstruktion da. Das könnte so ein Wirtschaftslabor sein. Mhm. Nee, es ist eine Raffinerie oder so. Okay. Auch auf. Das ist hier auf jeden Fall ein verlassenes Dorf. Achso, weil wir das bestimmt erst wieder bereinigen müssen. Ja. Yep. Mhm. Ich sehe hier zum Beispiel aber auch keine Gegner. Ich sehe ein Untergrundgerät. Oh doch. Vielleicht ein Bohrer? Oder ein Herz, ja. Abteufungsmaschine für Mineralien. Was? Nennen wir sie einfach VSM, hm? Ja. Wenn du die Waffe vom Bord hinterst. Okay, also. Wenn du die Wasserpumpe und den Sortierer sabotierst, geht die Maschine in den Wartungsmodus und Herr Bohrer kommt hoch. Hä, ja, wo sind wir jetzt? Okay. So, da auf jeden Fall. So, dürfte clean sein. Ja. So, ich mache hier schon mal den Schalter aus. Ja, das wäre gut. Hebel gezogen. Und dann müssten wir nur noch, achso, hier in der Mitte irgendwas machen. Achso. Den ja. Hydraulik. Ja. Zylinder. Ah, die Dings wäre noch aufwendiger, ne? Ja, ist nicht mehr so von wegen, ja, zieh mal den Hebel, mach mal das, sondern. Ich meine auch so von Aufmachen her, von Optik her. Mhm. Was für Geräte so drinne stehen. Das stimmt wohl. So, gibt's denn hier viel zu looten? Hier ist eine Kiste. Da. Da ist Inventarfool. Da hab ich Inventarfool. Da hab ich Inventarfool. Hier ist eine gelbe Kiste. Hier sind Spooky Boogie Pflanzen. Ah, war aber ein kleines Lager. Mhm. Ja, die kann ich wieder nicht öffnen, weil... Oh, eine Postschutzmatte. Hm, nice. Diese Kiste ist ganz interessant. Warte, wo? Da. Was habe ich gekriegt? Lendenschurzmod in besser. Ja, ich habe zwar auch einen besser bekommen, eine Mod, aber. Ja, macht mein Level aber schlechter. Hm. Ja. So. Da war das kleine versteckte Lager. Geschlutet. Wollen wir einmal runter zu den Navi-Lager da unten oder was? Ja, ja, ich bin gerade schon auf dem Weg da hinten. Aber ich bin doch vor dir. Ja, ich laufe mal ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen abtrainieren, weißt du? Die tanzen. Ne, die kämpfen. Okay. Das ist ja fast dasselbe, tanzen und kämpfen. Hier ist eine Materialkiste. Mhm. Hier ist noch eine Materialkiste. Brandfrucht ausgezeichnet. Ah, ich habe eine Prirewurzel in Besser gelootet. Du Schlawiner. Das ist kacke, dass man das untereinander nicht tauschen kann, ja? Ein bisschen. Irgendwo hier so ein blauer. Egal, hab ihn verloren.
Das war's hier dann aber auch schon wieder, oder? Man kann hier noch kochen. Ich glaube, hier ist noch eine Windflöte, die man ausrichten kann. Zumindest geht da mein... Klingenkopf, fettes Fleisch. Habe ich sowas im Inventar? Nö. Idiot. Wo ist denn hier? Warte, da. Ja, ich sehe dich gerade. Hm. Da ist sie gepickt. So, wo ist jetzt Fury hin? Hallo. Auch kacke, dass du das nicht machen kannst, ne? Also den Koop hätten sie sich ein bisschen besser überdenken müssen, finde ich. Konnte ich die? Ja, Baum. Ein Windbogenbaum. Ja, aber dass du die zum Beispiel nicht ausrichten kannst, ist schade. Ich weiß nicht. Achso. Ja, probier aus. Also ich glaube, gestern ging es nicht. Nö, nur für Spielweltbesitzer. Ich sage, das hätten die sich ein bisschen besser überlegen müssen für einen Koop. Ganz Koop ist das ja nicht wirklich. Wenn du überlegst, wie wenig der zweite Mitspieler eigentlich machen darf. Ja, im Endeffekt ist es so im Endeffekt so ein Mitläufer, ne? Also klar, du kannst schon viel machen. Viel schlimmer wäre ja noch, wenn du zum Beispiel nicht einen einzigen anquatschen dürftest, sondern auch ich das alles nur machen dürfte. Ja. Aber so, dass das dann wirklich so geteilte Dings ist, finde ich auch ein bisschen kacke. So. Mein Gerät piept hier wieder. Das habe ich auch immer noch nicht so ganz verstanden, warum das piept. Ich auch nicht. So, wo geht's denn da in die Hauptquest? Ja, ja! Mal gucken, was wir jetzt nicht kann ich auch nicht sammeln. Noch auf der Reise dahin finden. Wir noch so kleine Zwischenlager finden. Ja, wir könnten jetzt hier links oben zum Beispiel wieder so einen Hubschrauber. Nein. Siehst du, Bob, was sage ich? Genau hier vor uns ist nämlich das nächste. Ja, dann können wir auch mal eben links nach oben fliegen. Na gut. Oh shit. Ich bin in die Scherbe da gekommen. Landen wir, stimmt da nicht mit dir? Denk dran, richtig dran. Los, Fury. Wie sie immer so sauer redet mit meinem Vieh, Alter. Hier wäre auf jeden Fall wieder ein Lager. Ja, habe ich schon gesehen gerade. Das ist ja quasi Richtung unserer Hauptquest. Mhm. Wollen wir es probieren? Ja. Wir mal einmal kurz eben hier zwischenlanden. Mhm. Ich würde gerne hier landen
Aber ich kann hier irgendwas hacky-hacky machen. Oh, hier ist wieder so ein, ja. Ich vermisse den Himmel schon. Hier ist wieder so ein kleines Lager. Ja, hack du mal. Ich habe die letzten beiden nämlich gemacht. Ein Forschungslabor, genau. Mhm. So, das ist angestromt. Dann muss ich stehen hier einmal heile machen. Dann muss ich den hier noch einmal heile machen. Ach so, warte mal. Aha. Das ist so ganz gewieft hier. So. Liegt ein Tablett im Schrank. Ja. Komm. Das können wir mal aufsammeln, bevor wir also hier Questchen festmachen. Man kann hier gleich jemanden anrufen, nämlich. Hast du das Tablet aufgehoben? Ja, hab ich. Na dann machen wir mal hier Anrufbeantworter an. Ich schau's mir mal an. Noch mehr zu tun. Wir kommen gar der nicht Weg mehr. Weg nach Hause, mehr. Teil 6 sogar schon. Junge. Hier sind nur Ersatzteile wieder. Sonst ist hier. Teil 1 bis 4 habe ich gar nicht mitbekommen. Nö. Nö, mehr ist ja nicht. Doch, hier ist wieder eine Lagerkiste. Das heißt, wir können wieder was in unser. Ach nee, können wir gerade nicht, weil das verseucht ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt erst um die Dings kümmern, richtig? Jep. Okay. Aber ich lasse meinen Ikram da jetzt liegen. Kommen wir denn hier so beschadensfrei runter? Ja, wenn ich dann kannst du ja während das Flugzeug Ikram rufen. Aber jetzt kannst du endlich mal. Ach nee, das verschmutzt, Mann. Was denn jetzt schon wieder? Nein, naja, das ist diese Regendistel hier. Ja, ich weiß, wir müssen dann. Aber jetzt endlich mal sammeln. Wir müssten dann hier einfach wieder hoch, wenn wir das besiegt haben. Oh, das sieht aber heftig aus. Gordon, wir erstmal. Noch ein ausgetrockneter See für die Ölgewinnung. Boah, Raketenabwehr. Ja, dann macht das, glaube ich, gar keinen Sinn, Alter. Bruder. Oh, oh. Hier oben ist so ein Hover Düdel-Craft hier. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich komme. Du meinst das Flugzeug? Wer jetzt hier im Visier? Mich haben sie im Visier. Nee, mich hat ein Segelflugpanther. Ja, das ist so ein Multi-Dingsbums-Gedöns. Ich glaube, wir sind entwischt. Was ging daneben? Ich weiß. War noch zu weit weg. Plötzlich kann das schießen. Oh ja, das kann schießen. Tot. Ich muss sagen, ich hab's ja immer so links geholt hier. Normalen Hubschrauber. Ja. Hey, wo ist denn jetzt hin? Danke. Doch. Beide kaputt. Das heißt, das Lager können wir mal wieder nicht machen. Ah, das nervt mich ein bisschen. Wie soll man die denn sonst machen können, Alter? Ich weiß nicht, welches Level diese Luftabwehr war. Guck mal, da hinten ist auch schon wieder eins. Noch einfach mal gucken, was diese Luftabwehr für ein Level war. Ja, aber die ballern mich ja ab, Alter, sofort. Ja, du musst ja auch nicht so nah ranfliegen. Du kannst ja quasi schon auf Entfernung. Oh, guck mal. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren die Level 8. Außerdem musst du doch rechtzeitig abspringen. Wow. Ja, aber die schießen uns ja nur so lange ab, wie wir auf unserem Ikram sitzen, ne? Ja, genau, deswegen sag ich jetzt. Du musst einfach rechtzeitig abspringen. Das heißt. Die sehen aus Level 8, also die schaffen wir. Müssen wir halt nur zu Fuß machen. Ja. Müssen gucken, dass wir einen relativ einfachen Weg reinfinden. Wollen wir uns mal hier kurz treffen? Ah ne, du bist da, okay. Ich komm zu dir, ist okay. Hier sind ziemlich viele Roboter. Mhm. So. Da ist noch einer drin, da sind noch welche. Da oben ist einer. Das ist sogar ein Questbereich.
Achso, nee, das ist, du meinst wegen den blauen Dingern? Ja. Das ist ja das, was wir alles ausschalten müssen, damit diese ganze Öldruckkanal-Typi da kaputt ist. Also ich bin tatsächlich dafür, wir versuchen mal hier außenrum über dieses Luftgeschütz da reinzukommen. Ja. Weil hier unten sind ziemlich viele schwere Geschütze unterwegs. Und ein bisschen hier. Ein bisschen über die Steinis, so. Guck mal, das erste ist kaputt. So. Bist du da? Achso, hier hinter dir. So, dann mit dem Korinth nach oben kommen. So. Die sind alle unten. Da drüben ist ein Roboter. Achtung an das Personal. Es gab vermehrt Meldungen von Tieren auf der Höhenprärie. Dann warten wir hier nicht treffen. Ich kann hier irgendwo was hacken. Egal. Jetzt mal hier einen Gegner gucken. Dreh dich mal um. Los, dreh dich um. Du hast hier niemanden gesehen. Dreh dich um. Dreh dich um. Dann machen wir es halt so rum. Also man kann hier auf jeden Fall die ganze Zeit hacken. Ja, die haben so die Ohren vorgeschrien hier. Aber das würde ich sagen, wir machen, wenn wir dann hier quasi ein bisschen Ruhe haben, ohne jemanden Alarm. Oh, oh. Jetzt haben wir aber ein dickes Problem. Ja, Verstärkung war nicht ganz so hübsch. Vor allem, weil die Verstärkung hier irgendwie momentan so ein bisschen gasfrei so sitzt wird. Aber egal, wir... Wir auch wieder rumzutänzeln, Alter. Mal Luftgeschütze kaputt gemacht. So. Jetzt hier ist Kopfbein. Die Kopfbein hab ich wieder. Aber es hat aber auch wieder eine große Basis hier, ne? Hallo. Hi. So, kann man irgendwie... Guck mal, da ist ein Kugelschrapp da. Den kriegt man oben hier runter, ne? Jetzt ist er weg. Vor allem die Despawn. So. Hier ist alles voll mit Roboter. Achso, hinter uns. Oh mein Gott! Ich kann schon wieder irgendwie hacken hier. Ja, wie kann ich hier die ganze Zeit hacken? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Aber ich habe schon mal einen Hebel gezogen. Ich hab mal ein bisschen Puff gemacht.
Was hast du jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Nee, meine Frau hat ihren Schlüssel verloren. So. Ich probiere irgendwie nur zu überleben, Alter. Ist doch alles gut. Ich bin doch hier. Digga, ich hab dein... I have your ass. Bruder. Ich bin doch da. Back up. Oh, bei dem muss auf den Kopf. Oh mein Gott. Hallo? Wo? Da oben. Könnt ihr aufhören? Dankeschön. Oh, da oben ist noch ein Fußgänger. Könnt ihr die gerne einfach mal mit der Faust richtig kaputt klatschen, ne? Ohne Witz. Einfach mal so auf Faustkampf gehen hier. Bei dir da drüben ist auf jeden Fall noch ein Hebel gleich. Ne, den habe ich schon gezogen. Oder? Da ganz hinten ist noch einer. Ja, draußen sind noch welche. Du. Wollen wir da einstecken? Ich würde jetzt gerne mal einstecken. Geht natürlich nicht. Boah, nochmal Roboter wie Sau, Alter. Wenn wir erstmal alle drei zugänglichen Dings kaputt hier. Nimm das. Und komm da raus. Sorry. Ne, vielleicht haben wir die Gegner jetzt auch gerumpelt. Dann wissen wir aber nicht mehr Bescheid. Dann brauchen wir uns gar nicht die Mühe machen, die Leute hier abzuknallen und so. Aber jetzt regnet das nicht mehr. Großen Dinger sind auf jeden Fall einiges anspruchsvoller. Ja, ja, ja klar. So, jetzt können wir uns hier frei looten. Das wird erstmal dauern, Junge. Haben Sie mitgenommen, ja, ich habe eine Hackerkiste. Ich hack mal eine Runde. Mach mal. Da runter. Hier ist dann gleich so ein RDA-Bildschirm. Und ich habe hier einen gesicherten Konto. Oh! Schicki, schicki, schicki. Oh, Sturmgewehr. Oh, hier ist nochmal ein Notizdings. Also hier, wo ich stehe. Spezialmuni voll, Spezialmuni voll. Ey, die möchte gerne mal Kopf stoßen, ne? Ja. Junge, stellen die sich an? Ja, ich sehe nichts, es ist dunkel. Mal einen Waffenschrank. Cool. Warum ist das hier so dunkel? Ich habe einen blassen Schimmer. Hier ist noch meine Kiste. Komm. Achso, die hatte ich schon. Die habe ich schon während des Kampfes einfach so ein bisschen geöffnet. Okay. Ja, während des Kampfes habe ich nur Waffenschränke leer gemacht. Hier sind nochmal Pfeile, wenn du welche brauchst. Aber hätte ihr irgendwie unter Wasser durchgekommen? Ja, ich höre es auch gerade.
aber auf jeden Fall heftig gewesen. Also die Roboter sind dann doch schon teilweise, also ich hatte ein bisschen mit meinem Leben immer so Props. Ja, das ging ja nicht, aber du musst halt wirklich dann am besten darauf achten, dass du wirklich immer schön die Schwachstellen... Ja gut, das stimmt ja. Das habe ich auch schon mitgekriegt, dass das um einiges besser ist, wenn man die Schwachstellen trifft. Und Blendgranaten, ganz wichtig. Also wenn du so einen Roboter mit einer Blendgranate triffst, der macht erstmal gar nichts mehr. Du hast dann wenigstens noch ein paar Sekunden Zeit, dich mal eben zu bewegen und zu gucken. Hier wäre nochmal Heilung. Hier ist mal ein Waffenschrank. Ja, Waffenschrank brauche ich gar nicht probieren, weil ich einfach mit allen Munis voll bin. Das heißt, man könnte ja gleich das Lager nebenan da auch noch platt machen. Dann ist hier eigentlich wieder alles bereinigt. Ist da drüben was? Das hab ich gerade gesehen, ja. Also belohnungsmäßig ist das schon ein bisschen mau hier, ne? Ja, es hätte mehr sein können. Also noch ein paar Pfeile. Und da ist noch ein Waffenschrank. Ich möchte erstmal mein neues... Oh, ich möchte erstmal mein neues Sturmgewehr kurz. Ansehen und dann... Bam! Ausrüsten. Und dann... Fallen lassen. Die alte Drecksmöhre hier. Geil, dann habe ich hier noch irgendwie. So, ne, neue Mod habe ich nicht. Habe ich hier noch einen besseren Schaft? Nee. Egal, ich habe das neue Maschinengewehr. So. Ich habe eigentlich mein Ram-Ikre gerufen, aber irgendwie schafft er es nicht hierher zu kommen. Also, ich habe das schon gesehen. Achso, da! So, und dann war doch hier irgendwo gleich noch so ein Lager, ne? Also von der Prärie her... Irgendwo hier in meine Richtung. Nee, da. Da. Warte. Da. Wurde gepinkt. Und die Gegner... Oh, warte mal. Nee, wir wollten nochmal hoch auf den Berg. Wir wollten hier auf irgendeinen Berg hoch, weil man da irgendeine Dings sammeln konnte. Ja, aber es regnet ja leider nicht mehr. Ach ja. Das ist ja die Kacke, das ist eine Regendistel. Ach ja, stimmt. Da ist ja. Hubschrauber. Ich muss mal kurz die Hubschrauber bekämpfen. Ja, ich bin schon bei dir. Die schießen hier mit Raketen auf mich. Die schießen mit Kanonen auf Spatzen. Die Schweine. Landen. Hecki. Genau, heck du mal, ich warte hier unten kurz auf dich. Erstmal den Schlüssel holen. Oh, jetzt hat er mich wieder ganz zurückgesetzt, du Schweinepriester. Du Gottverdammter. So. Einmal aufspeichern. Einmal Bogen ausrüsten. Down. Gibt's hier was Besonderes? Nö. Aber hier ist auch irgendwie schon wieder teils verdorben, ne? Weil ja. Hier da schon wieder ein Lager ist. Da. Oder ist das das, was ich gerade schon gepinnt habe? Das ist das, was sie gerade eigentlich gemacht hatten. Ist denn mein... Komm gerade her. Ich finde meinen Fluffy Fluff nicht.
da ein. Flach. Ach, da. Das ist über dir quasi. Hier ist das nächste. Da. Ja. Ach, da ist er. Warte, ich komme. Fury hat Hunger. Was kriegt Fury denn? Fury kriegt... Oh, Fury. Fury kriegt einen Fisch.